Ja, willkommen zurück quasi aus unserer 20-minütigen Mittagspause. Ich hoffe, auch mit diesen kleinen Filmchen konntet ihr noch einen besseren Eindruck von dem Studieren und Leben hier an der Hochschule Mittweida gewinnen. Es ist um 12, es ist Zeit für unsere Ingenieurstudiengänge, für unsere technischen Studiengänge. Wie ihr es eben schon gelesen habt, beschäftigen wir uns jetzt mit drei Bachelorstudiengängen: Elektrotechnik, Automation, Maschinenbau und Lasertechnik, physikalische Technik. Und was sich dahinter verbirgt, das bespreche ich jetzt mit drei meiner Kollegen: Professor Jörg Mattes, Dekan der Fakultät Ingenieurwissenschaften, Professor Jan Tomanek, Professor im Studiengang Elektrotechnik, Automation und Michael Pfeiffer, Dozent und Lehrbeauftragter im Studiengang Lasertechnik, physikalische Technik. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Herr Professor Mattes, ich beginne, nein, Herr Professor Thomanik, ich beginne mit Ihnen. Der Studiengang Elektrotechnik, Automation verbindet ja schon im Titel zwei große Begrifflichkeiten: Elektrotechnik und Automation. Vielleicht können wir mal einsteigen, dass Sie uns diese beiden Begriffe mal ganz kurz näher bringen, bitte. Ja, Elektrotechnik, das ist ja wirklich ein großer Begriff und Elektrotechnik durchdringt ja unser komplettes modernes Leben, angefangen vom Elektromotor bis zum über den Computertomographen oder der 5G-Funkmast bis zum Smartphone. Ja, also Geräte und Methoden, wo irgendwas mit Elektrizität funktioniert, da sind Elektroingenieure gefragt. Und in der letzten Zeit, natürlich ändert sich unsere moderne Welt, wir haben natürlich unter dem großen Begriff Elektrotechnik, wo ganz viele verschiedene zahlreiche Fachbereiche gibt, gewisse Dinge gewinnen da an Bedeutung. Und das ist eben neben zum Beispiel die Informations- und Kommunikationstechnik, insbesondere auch die Automation oder Automatisierung. Ein Stichwort ist hier zum Beispiel Industrie 4.0. Unsere Werkhallen, unsere Fabriken, die sollen viel mehr automatisiert werden und vernetzt werden. Und das ist eben der Begriff Automation, ist eben dann ein spezielles Gebiet unterhalb der Elektrotechnik. Okay, Sie haben schon noch einen weiteren Begriff fallen lassen, Industrie 4.0. Wir haben in dem Studiengang ja drei verschiedene Vertiefungsrichtungen. Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen durch den Studienablauf mitnehmen, durch die ersten Semester und dann mal erläutern, welche Vertiefungs- und Wahlmöglichkeiten ich in dem Bachelorstudium habe. Erstens, Elektrotechnik hat ja an unserer Hochschule schon eine sehr, sehr lange Tradition und das widerspiegelt sich eben in den Dozenten, in einem soliden und etablierten Grundstudium und eben auch in gut ausgestatteten Laboren. Aber nichtsdestotrotz, und das hatte ich schon erwähnt, ändert sich unsere Welt und wir müssen unsere Studiengänge immer den Anforderungen, die Wirtschaft, die Industrie benötigt, dass wir denen auch gerecht werden. Und das haben wir eben, indem wir eine große Breite geschaffen haben, indem wir im Wesentlichen drei Vertiefungsrichtungen unter dem Begriff Elektrotechnik, Automation angesiedelt haben. Da ist zum einen eben der Begriff Automation Industrie 4.0 und da geht es genau um die Dinge, die ich bereits gesagt hatte, dass eben diese Automatisierung unserer Welt, diese Internet of Things, dass die in der Fabrik sämtliche Maschinen später miteinander kommunizieren werden. Diese Dinge werden dort in der ersten Vertiefung Industrie 4.0 Automation abgedeckt. Der zweite ist die sogenannte, nicht sogenannte, die Mechatronik. Die Mechatronik ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Maschinenbau, Mechanik, Elektronik und Informatik. Dort sind die jungen Leute gut aufgehoben bei uns, die eben sagen, ich möchte auch gerne ein bisschen noch mit mechanisch arbeiten. Die können am 3D-Drucker dort ihre Chassis zusammenbauen und dann eben auch elektronische Schaltungen entwerfen und diese auch noch programmieren. Und die dritte Vertiefung nennt sich vernetzte Elektromobilität. Auch da stecken wieder zwei Begriffe drin und die behandelt eben jetzt die Mobilität der Zukunft, ne, die uns so ein bisschen bevorsteht oder die jetzt der Wandel, der gerade schon da drin, wo wir gerade drin stecken. Zum einen eben die Elektrifizierung unserer Fahrzeuge, aber auch deren Vernetzung. Ja? Und das wird dort in dem Studiengang abgedeckt. Des Weiteren
fordern. Und das es sagt auch meine Erfahrung. Ich war viele Jahre in der Industrie und habe in vielen Vorstellungsgesprächen gesessen. Fordern diese, die Arbeitgeber, die Industrie und Wirtschaft, dass wir neben dem soliden Grundstudium auch Randgebiete, also man nennt das jetzt so digitale Fachgebiete mit abdecken, ne, dass die Studierenden auch wissen, von Informatik Bescheid wissen, vielleicht auch Science Data oder Programmierung, Security. Und diese Dinge haben wir jetzt in unserem neuen überarbeiteten Studiengang mit integriert. Das heißt, die Studierenden haben Fächer zum Programmieren, zur Signal- und Datenanalyse, später dann auch, jetzt schließe ich auch, wir bieten ja auch einen Master an, dann auch Vertiefung in künstliche Intelligenz, in Softwaretechnologien und so weiter. Und zum einen, wir wollen natürlich nicht nur die Industrie und Wirtschaft mit an ihren Anforderungen berücksichtigen, sondern auch die Bedürfnisse unserer jungen Menschen, die jetzt gerade nach dem Abitur kommen und sagen, ja, ich will irgendwas mit Elektrotechnik und Informationstechnik machen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung ich da gehen möchte. Und deshalb ist es sind die ersten beiden Semester, also ein ganzes Jahr, so eine Art Orientierung. Da können Sie sich dann entscheiden, was Ihnen besser liegt, in welche Richtung dann Sie dann gehen möchten von diesen drei Vertiefungen. Ja. Hervorragend. Also kann ich mich ganz in Ruhe ein Jahr lang ausprobieren und entscheide mich dann für meine Vertiefungsrichtung. Wir sind ja die Vertiefung grob durchgegangen. Und genauso vielfältig wie die Inhalte und die Vertiefung sind am Ende wahrscheinlich auch die beruflichen Möglichkeiten. Was wären denn so, Sie haben viel schon von der Wirtschaft und von der Branche gesprochen, was wären denn so typische Berufsfelder und Jobs, die ich mit diesem Studiengang vielleicht später ausüben könnte, mit dem Abschluss? Ja, ich hatte es ja schon erwähnt, die Elektrotechnik durchdringt unser ganzes Leben. Selbst wenn man jetzt noch mal nicht die Zukunftsfelder betrachtet, hat man schon eine riesige Auswahl, wo man überall arbeiten kann, und die Fachkräfte sind enorm gesucht. Also ob ich im Gesundheitswesen, im Automobilbereich, eingebettete Systeme, in der Automatisierungstechnik. Also schon so wie der Stand jetzt ist, ist schon ein riesiges Berufsfeld, aus dem man wählen kann. Dann kommen aber noch dazu diese Zukunftsfelder. Die nenne ich mal eben zum einen schon Industrie 4.0. Das ist ja erstmal so in der Entstehung. Da kommt ja noch ganz viel dazu mit den 5G-Netzen. Da sollen auch Campusnetze in den Betrieben entstehen. Und zweite Zukunftsfeld, Smart City. Ne, wir müssen diesen Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung, die muss handelbar sein in den Großstädten. Nicht, dass sie in der Umweltverschmutzung da überhand nimmt, da müssen innovative Technologien gefunden werden. Auch dort sind Absolventen von diesem Studiengang gefragt. Und das dritte Zukunftsfeld, so ein bisschen mein Steckenpferd, das ist die vernetzte Mobilität, ne? Das autonome Fahren, auch in aller Munde. Das soll das Fahren komfortabler machen, es soll das Fahren aber auch viel sicherer machen und eben auch durch eine intelligente Verkehrslenkung auch Energie natürlich einsparen. Und ein dritter Punkt, wo auch noch unsere Absolventen ist, die Herausforderung unserer Zeit. Da denke ich insbesondere an den Klimawandel, den wir beherrschen müssen. Und das geht natürlich nur mit innovativen, neuen Technologien, die sich die Ingenieure ausdenken. Und dann, da ist aber eine interdisziplinäre Zusammenarbeit auch mit anderen Fachbereichen gefragt, aber dort ist eben die Elektrotechnik nicht wegzudenken. Also ein riesiges Spektrum, wo man hier dann Tätigkeit sein kann. Okay, vielen Dank. Wie bei all unseren Bachelor-Studiengängen ist ja auch beim Studiengang Elektrotechnik Automation ein Praxissemester vorgesehen, was ja im Prinzip den gleichen Zweck verfolgt wie bei allen Studiengängen, dass ich mein Wissen aus dem Studium praktisch im Unternehmen anwende und auch Kontakte knüpfe. Wie äußert sich denn aber die Praxis, für die wir ja auch stehen an der Hochschule Mittweida, im Studium konkret? Also was kann ich praktisch anwenden und ausprobieren im Studium? Genau, wir haben, wenn Sie das Curriculum sich anschauen, und wir können dann vertieft in der Zoom-Session, die wir dann noch bereitstellen, dann konkrete Fragen stellen, hat fast jedes Modul in Praxisteil mit drin, mit den entsprechenden
Laboren. Aber darüber hinaus haben unsere Professoren auch viele kleine Forschungsgruppen, wo immer gesucht wird an eine neue oder engagierte Studierende, die da mitwerken und mitmachen können. Ne, das ist also, da gibt es viele Möglichkeiten. Und Sie hatten es heute Morgen, dachte ich schon, ich hatte mal reingeschaut, schon erwähnt, wir haben ja unseren Technikum Motorsport, wo die Studierenden ein eigenes Rennfahrzeug, jetzt ist es gerade elektrifiziert, später soll vielleicht auch noch Automatisierung dort mit einziehen. Und das ist auch eine wunderschöne Sache, wo die Studierenden dort Erfahrung für ihr späteres Berufsleben erhalten, insbesondere weil man dort auch interdisziplinär zusammenarbeiten muss. Ne? Das sind nicht nur die technischen Studiengänge, da gehört auch Betriebswirtschaft, Marketing, ne? Man muss das auch irgendwie in die Öffentlichkeit bringen und so weiter. Das ist also eine tolle Idee. Und als letztes noch, wir haben sehr gute Kontakte zu den lokalen, aber auch zu den anderen Großindustrien für Praktika. Also wir haben die schwarzen Bretter, sind eigentlich immer voll mit Ausschreibungen für entsprechende Praktika arbeiten. Aber hier an unserer Hochschule eben viele Möglichkeiten, sich da vorzubereiten. Vielen Dank, Professor Tomanek, bis hierhin zum Studiengang Elektrotechnik Automation. Ich kann schon mal verraten, wenn wir nachher wieder in unsere Filmpause gehen sozusagen, schauen wir mal in eines dieser Forschungsprojekte mit studentischer Beteiligung rein aus der Elektrotechnik. Also da sehen wir das dann auch mal praktisch. Professor Mattes, mit Ihnen würde ich gerne ein bisschen über Maschinenbau sprechen. Maschinenbau ist ja erstmal so ein Begriff, der ist relativ geläufig, ne? Aber ich würde Sie bitten, uns auch da noch mal ganz grob zu umreißen, was denn dieser große Begriff eigentlich so im Kern umfasst, Maschinenbau. Ja, gern. Das stimmt, also der Begriff Maschinenbau ist sehr geläufig, der ist sehr allumfassend und engt auch vielleicht durch die Wörter Maschinenbau irgendwo das ein. Es geht also nicht nur um Maschinen, ne? Es geht also viel auch um Anlagen, also die Maschine als ein Element in einer großen Anlage zum Beispiel drin. Und da ist es wichtig, dass auch dann durch solche Anlagen konzipiert werden. Ja, wir reden von Automatisierung in der Fertigung, wir reden von automatisierter Produktion und dort spielen diese einzelnen Komponenten natürlich eine Funktion, die im Gesamtverbund betrachtet werden muss. Also wir sind dort schon wesentlich weiter. Das Einzige, was eben ist, dass dieser Begriff Maschinenbau sich immer noch so gut gehalten hat, dadurch, dass eben auch viele in den Firmen mit einem Absolventen, der diesen Studiengang besucht hat, wissen, was sie mit ihm anfangen können. Sie wissen also, wo sie den einsetzen können. Wir haben es jetzt gerade gehört vom Kollegen Tomanek. Wir haben also den Bereich der Elektrotechnik. Die sind in der Firma irgendwo etabliert. Wir haben den Bereich des Maschinenbaus, der ist etabliert. Und in der Regel gibt es dort eine ganze Menge von Schnittmengen mittlerweile. Und die müssen wir quasi auch mit erfüllen. Und deswegen ist unser Maschinenbaustudium auch so aufgebaut, dass wir aus den anderen Bereichen auch immer irgendwo Komponenten mit hinzunehmen, sodass also auch dort Kenntnisse da sind, dass also auch dort der Maschinenbauingenieur zumindest mitreden kann ein Stück weit und sich genauso gut mit informieren kann über die Dinge, die dort ablaufen. Na, man muss das also durchaus in der Praxis dann im Verbund sehen und mal weg von den Maschinen hin zu Anlagen zum Beispiel, zu Verpackungsmaschinen oder auch im Automobilbereich. Ne, der Kollege Dominik hat es gerade angesprochen, wir reden von Automobilität, wir reden von autonomen Fahren, wir brauchen nach wie vor irgendwo ein Fahrzeug, was natürlich auf irgendeinem Rahmen sitzt, was irgendwo einen Antrieb besitzt und natürlich entsprechend auch dann mit Fahrgästen bestückt werden muss. Alles das gilt es zu entwickeln, zu entwerfen. Und auch da steckt quasi ein Stück weit auch der Maschinenbau mit drin, wenn es nämlich dann darum geht, diese Teile erst einmal zu produzieren und herzustellen. Sie haben es auch schon mit anklingen lassen, dass auch viele Aspekte aus anderen Ingenieurdisziplinen sozusagen beim Maschinenbau mit reinspielen. Auch da haben wir ja ähnlich wie bei der Elektrotechnik Vertiefungsrichtungen. Vielleicht können Sie uns ganz kurz durch unsere Vertiefungsrichtung im Maschinenbau durchführen. Ja, natürlich, sehr gern. Wir haben also jetzt aktuell in unseren Studiengängen 4 Vertiefungsrichtungen im Maschinenbau. Im Bachelor bieten wir die an. Da geht es also los mit der Konstruktion. Wir haben den Bereich Fertigungstechnik, wir haben die Oberflächen- und Lasertechnik und wir haben den letzten Bereich, der wir dann in Lasertechnik nochmal aufteilen. Also die 4 Bereiche. Was jetzt aktuell neu ist, wir sind gerade im Entwickeln eines neuen Portfolios für Vertiefungsrichtungen. Das heißt also, wir werden dann im Wintersemester jetzt im kommenden
mit einer digitalen Produktentwicklung starten. Wir werden dort einen Teilkomplex in Laser- und Oberflächentechnik haben. Wir werden ressourceneffiziente Fertigungstechnik anbieten und wir wollen in den Bereich der Mikromobilität einsteigen. Das heißt also, wir tun dort ein etwas neues Feld auf, wo es darum geht, eben in dem kurzen urbanen Bereich dort mobil zu sein. Das geht jetzt mit dem Fahrrad vielleicht von mir aus los, könnte aber auch weitergehen mit kleinen Transportfahrzeugen, die also eingesetzt werden, um kurze Distanzen zu überbrücken. Das sind dann die Vertiefungsrichtungen, die wir im Bachelor anbieten und diese Vertiefungsrichtungen setzen sich dann fort auch noch im Masterstudiengang. Dort kann man also dann aus den gleichen Vertiefungsrichtungen Module entsprechend belegen, beziehungsweise kann aus anderen Vertiefungsrichtungen auch Module mitwählen. Das ist dann nochmal im Master etwas breiter aufgeschlüsselt. Okay, vielen Dank. Ich kann auch schon mal verraten, wer sich vielleicht heute nach dem Tag oder im Laufe der nächsten Tage und Wochen mal ein bisschen auf unserem YouTube-Kanal umschaut. Da gibt es auch ganz, ganz viele Videos zu den Studiengängen, unter anderem auch schon zu der eben erwähnten neuen Vertiefung Mikromobilität. Also auch dazu gibt es schon ein Video bei uns auf dem YouTube-Kanal. Professor Mattes, die Praxis im Studiengang Maschinenbau äußert sich ja im Prinzip ähnlich wie bei der Elektrotechnik eben schon erwähnt auch. Es gibt sehr viel Praxis. Man kann aber auch noch sowohl bei Maschinenbau als auch bei Elektrotechnik eine ganz besondere Form der Praxis wählen, nämlich das duale Studium. Auch da haben wir ja unsere Studiengänge teilweise mit im Angebot. Vielleicht können Sie uns da ganz kurz mitnehmen, wie so ein duales Studium prinzipiell funktioniert, Vor- und Nachteile und vielleicht auch mit welchen Firmen wir da unter anderem kooperieren. Ja, das Thema duales Studium ist eigentlich was sehr Spannendes, finde ich, denn es kombiniert zwei Dinge. Es kombiniert zum einen eine Berufsausbildung und zum anderen ein Studium und das läuft quasi parallel ab. Also nicht nacheinander, wie es vielleicht sonst üblich wäre, dass man erst eine Berufsausbildung macht und dann studiert, sondern man versucht mit diesem dualen Studium natürlich Zeit zu sparen, man komprimiert das Ganze. Und das Schöne ist, man würde also dann mit diesem dualen Studium Berufsausbildung und Studium innerhalb von 4 Jahren absolvieren. Das heißt, mit dem Bachelorabschluss würde das dann absolviert werden können. Und das Schöne ist eben daran, es ist einerseits mit Praxis gespickt, dadurch, dass Sie ja beginnen, erstmal sich in einer Firma sozusagen mit zu bewerben. Die Firma wird dann an einen Träger rangehen, wo dann also die Berufsausbildung ausgeführt wird. Das ist bei uns die Bildungswerkstatt oder Siemens in Chemnitz. Das sind unsere beiden Partner, die sozusagen die Schnittstelle darstellen. Und die sammeln sozusagen dann die Studenten ein und organisieren die ganze Berufsausbildung für die. Ja. Parallel dazu, wie gesagt, das Studium hier. Und das ist so aufgeteilt, dass wir also teilweise sind Sie hier vor Ort bei uns an der Hochschule und teilweise sind Sie eben dann in Ihrer Berufsausbildung und eben entsprechend auch in den Firmen. Was man vielleicht dazu sagen muss, es ist ein sehr kompaktes Studium, denn in den vorlesungsfreien Zeiten, wo die anderen Studenten sozusagen etwas mehr Freizeit haben, sind diese Studenten dann in der Regel in den Firmen. Das heißt, sie haben ganz normal wie ein Lehrling auch einen Urlaub und der Urlaub, der ist eben geringer von der Zahl her der Tage, als das natürlich, was unsere Werkstudenten hier vorweisen können. Dafür haben auch diese Studenten den Vorteil, dass sie eben dann nach 2,5 oder 3 Jahren ihre Berufsausbildung auch abschließen mit einem anerkannten IHK-Abschluss. Und damit haben sie dann auch Praxiswissen, was sie dort nachweisen können, was ihnen dann unheimlich hilft für das Studium. Und das merken wir ganz deutlich, denn diese Studenten sind dann, was die Praxis anbetrifft, auch viel näher noch da dran. Das heißt, sie können viele Dinge, die wir im Studium mit vermitteln, auch überprüfen, indem sie in der Praxis schon die entsprechenden Kenntnisse haben, auch mal die Handgriffe ausgeführt haben und eben wissen, wie das dann in der Praxis auch abläuft. Und das ist sozusagen der gute Effekt da dran. Wie schon gesagt, ein paar Sachen muss man sich darauf einstellen. Es ist eben sehr kompakt. Das heißt also, die Zeit, die man dort zur Verfügung hat, muss man sich wirklich gut einteilen. Und das ist schon die erste Herausforderung, die die Studenten dann erfüllen müssen. Sie müssen sich also, was die Zeitplanung anbetrifft, sehr stark disziplinieren. Und wir haben eben festgestellt, dass diese Gruppe dann in der Regel auch sehr gut in der Gruppe agiert, dass die also sehr gut vernetzt sind und viele Dinge gut organisieren können. Und das ist wiederum ein Benefit für das, was nach dem Studium kommt, weil das wird von vielen Firmen vorausgesetzt. Diese sozialen Komponenten, die man sozusagen braucht, die sind bei denen besonders gut ausgeprägt, wie wir festgestellt haben. Insofern ist das also nicht unbedingt ein Nachteil, wenn man etwas mehr zu tun hat während des Studiums, sondern kann am Ende dann auch sehr positiv ausgelegt werden bzw. ankommen.
Da haben wir sowohl im Maschinenbau als auch im Studiengang Elektrotechnik Automation gibt es die Möglichkeit, diese duale Ausbildung zu machen. Ich bin sicher, Professor Mattes und Professor Tomanek geben da gerne im Zoom-Raum nachträglich noch viele, viele Hinweise zu. Kommen wir zum nächsten Studiengang, Lasertechnik, physikalische Technik. Herr Pfeiffer, Sie sind zum einen Dozent im Studiengang, aber auch fachbezogener Studienberater. Wie würden Sie jetzt in wenigen Worten mir, Medienmanager, den Studiengang Lasertechnik, physikalische Technik erklären? Hallo. Also im Prinzip handelt es sich um einen Studiengang der physikalischen Technik. Und physikalische Technik ist die praxisangewandte Variante des Physikstudiums, kann man sagen. Also wo ich an der Universität ein Physikstudium habe, habe ich an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften die physikalische Technik. Das baut natürlich auf der Physik. Es sind aber auch noch daneben dran weitere artverwandte Fächer dabei, wie die Elektrotechnik, wie die Konstruktion, wie Chemie, Informatik und so weiter. Und obendrauf natürlich fachvertiefende Fächer im Bereich der physikalischen Technik. Wenn man dann in den Bereich der physikalischen Messtechnik geht, in die technische Optik, Struktur der Materie, technische Mechanik und so weiter. Und so hat man quasi ein allumfassendes Studium mit noch viel Zusatz-Know-how um die Physik drumherum. Und bei uns in Mittweida ist es so, dass auch dieses Studium mit Vertiefungsrichtungen bestückt ist. Das heißt, ähnlich wie in der Elektrotechnik oder Maschinenbau habe ich erstmal zwei Semester, also ein Jahr, wo ich so langsam reinkommen kann. Und dann entscheide ich mich vertieft entweder für den Bereich Lasertechnik oder den Bereich 3D-Drucken oder den Bereich Biophotonik, wo dann nochmal in diese spezielle Richtung wesentlich mehr Module hinzukommen. Zum Beispiel im Bereich der Lasertechnik beschäftigen wir uns dort dann mit allem, was irgendwo relevant ist. Das fängt an bei den Grundlagen, das geht darüber hinaus, dass wir alle Verfahren, die im Bereich der Lasertechnik angewendet werden, alle Materialbearbeitungsverfahren unterrichten. Weiter geht es über die Gerätetechnik, über eine Ausbildung im Bereich der Lasersicherheit. Ja. Im 3D-Druckbereich auch hier eine allumfassende Ausbildung über alle Verfahren im 3D-Druckbereich, sowohl im Bereich von Kunststoffdruck als auch im Bereich von Metall- und Keramikdruck, sei das filamentbasiert, sei das pulverbasiert, alles was dazugehört. Hier aber auch die Konstruktion bzw. die besonderen Anforderungen an die Konstruktion. Wenn ich Teile 3D drucken möchte, dann muss ich da ein bisschen anders vorgehen, konstruktionsbedingt, als wenn ich das herkömmlich herstellen möchte über eine mechanische Fertigung. Ich habe viel, viel mehr Freiheiten, aber es gibt auch ein paar kleine Kniffe zu beachten. Genauso kümmern wir uns hier natürlich darum, um eine Simulation und Datenaufbereitung, die wir hier mit unterrichten und mit an die Hand geben. Und dann haben wir unseren dritten Bereich, das ist die Biophotonik. Was steckt da dahinter? Es ist im Prinzip die Verbindung von Licht und Biologie, die sich hier trifft. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Wechselwirkung von Photonen, das Lichtquanten und organischer Materie. Wir beschäftigen uns mit der Photobiologie, dann der Messtechnik in diesem Bereich natürlich. Auch die Bioinformatik darf hier nicht fehlen, sodass wir hier im Prinzip allumfassend ausgebildet ist in diesen drei Feldern. Okay, vielen Dank erstmal bis hierhin. Auch da sei mir der Hinweis erlaubt, dass da unser YouTube-Kanal gut gefüttert ist. Unter anderem auch ein ganz aktuelles Video zur Vertiefungsrichtung 3D-Drucken. Also wer heute nach dem Tag noch nicht genug hat, kann sich gerne noch ganz in Ruhe auf unserem YouTube-Kanal umschauen. Herr Pfeiffer, wie äußert sich die Praxis bei der Lasertechnik? Also was für Anlagen gibt es? Ist das so State of the Art? Können die Absolventen, die Studierenden sich hier so weit ausprobieren, wie sie es dann in der Praxis auch brauchen? Ja, das ist auf jeden Fall gegeben. Wir haben eine Besonderheit bei uns in Mittweida. Wir haben das Laserinstitut Hochschule Mittweida hier bei uns mit auf dem Campus. Das ist eines der größten Laserforschungsinstitute in Deutschland. Und wir beschäftigen uns hier mit der Laserapplikationsentwicklung, also einer anwendungsorientierten Forschung. Und das über nahezu alle Bereiche, die es in der Lasertechnik gibt. Und da haben wir natürlich die allerneuesten Anlagen bei uns da und die werden auch in die
praktische Ausbildung im Studiengang mit eingebunden. Das heißt, es gibt in unseren Modulen sogenannte Komplexpraktika. Das bedeutet, dass man die einzelnen Verfahren tatsächlich an den Anlagen kennenlernt und quasi ausprobieren kann. Das ist zum einen in der Lasertechnik natürlich mit drin, das ist aber auch in den anderen beiden Vertiefungsrichtungen, im 3D-Druck und in der Biophotonik mit drin. Wir beschäftigen uns bei unserem Laserinstitut zum Beispiel auch mit dem 3D-Druck von Metall und Keramik. Das ganze Pulverbett basiert, haben ja auch die ganzen laserbasierten Verfahren im Haus, die in dem Bereich angewendet werden, und auch das wird praktisch ausgebildet. Und auch im Bereich der Biophotonik haben wir ein ganz neu aufgebautes Biophotoniklabor, was dann dort in die Ausbildung mit eingebunden wird. Darüber hinaus, in dem Grundstudium Teil der physikalischen Technik, ist aber auch jede Menge Praxis drin. Bei uns sind viele Fächer wie die Physik, wie die Elektrotechnik, die Konstruktion, die Chemie, die Werkstoffkunde, alles mit Praxisanteilen unterlegt, wo man im Prinzip während des Studiums die ganzen Sachen auch schon praktisch anwendet und nicht nur unter Theorie lernt. Okay, wir haben es bei Maschinenbau und bei Elektrotechnik, Automation schon gehört, was so für Jobs später möglich sind. Bei Lasertechnik ist ja ein sehr besonderer Studiengang, Lasertechnik, physikalische Technik. Hat man vielleicht noch nicht ganz so die Vorstellung, wo es mal hingehen könnte? Vielleicht können Sie uns dazu noch ein paar Beispiele nennen, was so, wo unsere Absolventen später so unterkommen. Genau, also das ist natürlich auch in der Fertigung, die ganze Automobilbranche, das ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Dort gibt es gerade, was im Bereich Schneiden, Schweißen läuft, ist viel Richtung Laserbearbeitung umgestellt. Das ist also auf jeden Fall ein Anwendungsfeld im Bereich der Lasertechnik. Natürlich auf der anderen Seite im Bereich der Forschung kann man tätig sein. Es gibt in Deutschland sehr, sehr viele Hersteller für Laseranlagen, Laseranlagenvertrieb. Das ist ein riesiges Feld, in dem man einsteigen kann. Im Bereich 3D-Druck ist das ebenso im Kommen. Das ist auch eine neue Zukunftstechnologie, wo immer mehr nach Personal gefragt wird am Markt und nach der Ausbildung speziell in diesem Bereich gefragt wird. Hier geht es vor allem auch darum, eine Kleinserienfertigung teilweise in Richtung der additiven Fertigung umzusetzen oder aber spezielle Anforderungen an Bauteile, die mechanisch schwer gelöst werden können, wo ich im Prinzip auf den 3D-Druck zurückgreifen muss. Und hierfür brauche ich natürlich die entsprechenden Experten, die sich da auskennen und die das umsetzen können. Ja, und der Bereich Biophotonik, da steckt in der medizinischen Diagnostik, stecken dort potenzielle Arbeitgeber dahinter, beziehungsweise auch in der Umwelttechnik und auch im Messtechnikbereich. Okay, auch da sei mir der Hinweis erlaubt, bei unserem Filmchen, die wir dann nachher sehen, sehen wir auch einen sehr interessanten Film, der zwar aus dem Bereich Maschinenbau kommt, aber sich auch schwerpunktmäßig mit dem 3D-Druck beschäftigt. Da seht ihr da draußen, wie komplex auch die ganzen Ingenieurdisziplinen zusammenhängen und wie viele Möglichkeiten des Zusammenarbeitens und des Mitwirkens ihr da eigentlich habt. Vielen Dank erstmal an Sie drei bis hierhin. Ich schaue mal zu Moni. Moni, gibt es denn Fragen an unsere Professoren und Dozenten im Bereich der Ingenieurwissenschaften? Ja, wir haben Fragen und die würde ich jetzt gleich prompt stellen. Und zwar zu Beginn an Professor Tomanek. Wir sind in der Elektrotechnik und hier habe ich eine Frage aus dem Live-Chat von Finn, der fragt, ob PCB-Design Bestandteil des Studiums ist. Das hatte ich jetzt nicht ganz verstanden. PCB. Ja, er meinte auch zu Beginn Breadboards. Das sind so kleine Steckplatten. Ich vermute, es sind Leiterplatten, oder? Ja, wir haben natürlich im Studiengang Elektrotechnik ist sowohl analoge Schaltungstechnik als auch digitale Schaltungstechnik. Und da kommen Sie mit solchen Boards oder solchen Steckplatten und solchen Methoden natürlich in Kontakt. Da gibt es auch die entsprechenden Praktika dann dazu. Natürlich können Sie das dann auch vertieft dann bei uns im Studiengang dann noch mit im Rahmen einer Praktikum oder einer Bachelorarbeit dann weitermachen. Gut, vielen Dank. Und dann machen wir gleich weiter.
Erik hat uns bei WhatsApp geschrieben, er interessiert sich sehr für Elektroautos und fragt nach Ihrer persönlichen Einschätzung, hat das Ganze Zukunftspotenzial? Ja, das ist ja so ein Streitthema, ne? Da streiten sich, also ich kann jetzt aus der Presse nehmen, was jetzt, dass jetzt eben der Volkswagen bei uns hier in der Nähe in Zwickau, dass der wirklich einen reißenden Absatz nimmt. Und also ich sehe da schon die Zukunft, aber nicht nur, es wird nicht nur rein Elektrofahrzeuge geben, es wird eine Mischung der Technologien geben, wenn auch die Brennstoffzelle noch ausgereizt wird oder noch marktreifer, dann wird auch die eine Rolle spielen, aber auch die Verbrennungsmotoren werden uns noch mindestens bis 2040 begleiten. Ja. Aber ansonsten ist das schon eine Technologie, vor allen Dingen, wenn wir wissen, dass die elektrische Energie, die wir für die Ladung der Batterien nutzen, dass die natürlich auch regenerativ erzeugt wurde, dann bringt das natürlich wirklich dann auch was für unsere Umwelt, ne, und unser Klima. Genau so ist es. Und Hand aufs Herz, wir werden immer wieder auch in der zentralen Studienberatung nach dem Einstiegsgehalt in den Ingenieurwissenschaften gefragt. Also es dreht sich mal wieder alles ums Geld. Haben Sie da Erfahrungswerte? Sie kommen ja nun auch aus der Wirtschaft. Ja, da gibt es ja im Netz, kann man ja viele so Ingenieurskarriere-Seiten, und da sind immer die aktuellen Einstiegsgehälter. Für einen Absolventen liegt das jetzt so zwischen 40.000 und 50.000 Euro im Jahr. Ne, aber das Anfangsgehalt ist manchmal gar nicht so wichtig, ne, weil wie man sich in der Firma entwickelt, das geht dann relativ zügig, wenn man dann auch leitende Position oder Projektleitung, Teamleitung übernimmt, dann geht das schon zu. Ich hatte jetzt erst kürzlich geschaut und da ist das schon ein sogenannter Senior Engineer, also einer, der schon so 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung hat, da geht das dann schon bis 70.000 Euro im Jahr im Elektrotechnik. Da gibt es aber auch noch Unterstufen, ne, in welchem Bereich man ist, insbesondere in der Automobilindustrie, es werden sehr gute Gehälter gezahlt. Ja, ich war selbst ja auch viele Jahre, fast 18 Jahre in der Automobilbranche als Entwicklungsingenieur tätig und kenne also das, ist also schon ein ordentliches Gehalt, ne, weil die auch jetzt werden ja auch gebraucht, die Ingenieure, um diese Herausforderung, die wir haben, aktuell dort zu meistern. Das können nur Ingenieure leisten. Das ist ja einfach so. Das haben Sie schön gesagt, denn dieser Ingenieurbegriff ist natürlich bei jungen Menschen immer noch mal mit vielen Fragezeichen behaftet. Man kennt es ja vielleicht nur aus der Eltern- oder Großelterngeneration. Wir haben noch eine Frage von Alex, die bezieht sich genau darauf. Er hat wahrscheinlich mal irgendwas gelesen. Was wäre denn ein Projektingenieur? Ein Projektingenieur ist dann der, der meistens das Projekt projektiert oder projektleitet im Wesentlichen. Ich selbst war zum Schluss, ne, ich bin auch als Jungingenieur angefangen, habe zunächst Entwicklungsarbeiten gemacht und habe mich dann zum Projektmanager, Projektleiter oder Projektingenieur entwickelt, der eben dann eine Führungsrolle oder Führungsaufgaben übernimmt, ne, der seine Kollegen die Aufgaben einteilt und aber dennoch vom technischen Sachverstand natürlich Bescheid wissen muss. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt das jetzt einfach von dem technischen Hintergrund nichts wissen muss. Ne? Das ist manchmal sogar gefährlich, weil man muss ja auch die Sachen bewerten, wenn man mit den Kollegen spricht für eine gewisse Tätigkeit, wie lange brauchst du dafür, da muss man natürlich wissen, ja, das ist, ob das tatsächlich so ist. Ne? Da gibt es eben neue Methoden, so agile Methoden, wo genau solche Themen an Bedeutung gewinnen, dass man eben in kurzen Abständen jetzt sogenannte Sprints die Aufgaben bespricht und dann in 2 Tagen wieder, wie ist der Fortschritt? Ne? Das ist so eine neue Arbeit, dieses agile Projektmanagement. Ja. Ich hoffe, das war soweit okay, aber
War doch verdammt informativ. Vielen Dank. Wir gehen nochmal inhaltlich ins Studium. Sie sagten ja schon, also der Studiengang heißt ja Elektrotechnik, Automation. Automation heißt auch oft Informatik. Und der Niklas schreibt uns im Live-Chat und fragt, ob denn in der E-Technik auch das Programmieren enthalten ist. Also auch was programmiert wird, SPS oder die normale Programmierung. Vielleicht können Sie uns dazu noch kurz eine Info geben. Da freue ich mich, dass diese Frage gestellt wurde. Und weil ich wollte es eigentlich noch vorhin noch mit im Allgemeinteil mit sagen, ich sage immer meinen Studierenden, Leute, selbst wenn ihr jetzt nicht Informatik studiert, eine Programmiersprache, das ist für den Ingenieur heutzutage ein Handwerkszeug, ebenso insbesondere für den Elektroingenieur, weil das ist wie eine Fremdsprache, die man beherrschen muss, wird das auch von einem Ingenieur erwartet. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Bedeutung auch immer mehr sich in die Informationstechnik verlagert, wo eben Programmieren eine ganz wichtige Bedeutung hat, überhaupt die Softwareerstellung. Und deshalb haben wir, das hatte ich eingangs erwähnt, unsere Studiengänge darüber angepasst. Es gibt Informatik, es gibt Programmierung, Programmiersprachen sind C, C++, aber auch Skriptsprachen, Java oder Python, das sind so die Dinge, die bei uns unterrichtet werden. Wer dann noch vertiefen, wer den Master anschließend macht, wir haben ja einen wunderbaren Master, der nennt sich Vernetzte Intelligente Systeme und dort spielt die Software dann noch eine ganz besondere Rolle. Der kann sich dort noch völlig ausleben auf dem Gebiet und ja, auch SPS-Programmierung haben wir auch. Es gibt bei uns industrielle Steuerung und industrielle Kommunikation als eigene Modulfächer und dort wird auch die SPS dann mit behandelt. Ja, das also die Programmierung auf jeden Fall und das, die wird eben an Bedeutung gewinnen. Ne? Das sieht man ja auch im Umfeld. Ne? Die Volkswagen stellt jedem tausende Software-Ingenieure ein, aber die sollen eben auch in Hintergrundwissen, ne, wir in der Industrie programmieren wir ja nicht für den PC, sondern meistens ist dahinter ein technisches Gerät, ein kleines, ein Embedded-Gerät oder auch große Maschinen. Und das macht ja eigentlich, und das hat aus meiner Erfahrung mir selbst immer Spaß gemacht, wenn man zwar am PC eine Codezeile schreibt, aber dann irgendwo an einem angeschlossenen Gerät sich irgendwas bewegt, ob das ein Roboterarm ist, oder ob ich von der Photovoltaikanlage die mir ausrichte oder ob ich über einen kleinen, über ein kleines autonomes Fahrzeug Objekte, Hindernisse erkenne. Ne, das macht viel Spaß, diese Verknüpfung zwischen Hardware und Software. Und das ist eben jetzt in der jetzigen Zeit gewinnt das viel, ganz sehr an Bedeutung. Und deshalb haben wir es mit aufgenommen. Und nicht aufgenommen, eigentlich verstärkt. Das war schon immer drin, aber wir haben diesen Aspekt Programmierung und Softwaretechnologien ordentlich verstärkt. Vielen Dank, Professor Tomanek. Und danke dir, lieber Niklas. Du hast gesehen, du hast den Professor jetzt echt glücklich gemacht. Du hast genau sein Thema getroffen. Ja. Gut, wir machen weiter und schwenken rum in den Bereich Maschinenbau. Und da würde ich gerne Professor Mattes dazu befragen. Wir haben einen jungen Interessenten, Johannes, der schwankt noch zwischen Mittweida und Dresden. Jetzt ist Dresden ja unsere Landeshauptstadt und Mittweida ist Mittweida. Was spricht für uns? Ja, das ist eine interessante Frage, die sicherlich viele sich stellen werden. Was spricht für uns? Also natürlich mit der Stadt Dresden kann Mittweida nicht konkurrieren, das ist, denke ich mal, klar. Aber es geht ja ums Studium. Und das ist eigentlich die wichtige Hauptaussage. Also ich möchte irgendwo studieren und es geht mir hauptsächlich um das Studium. Und wer das für sich erstmal schon so bestätigen kann, der wird hier in Mittweida die besten Bedingungen dafür finden, weil hier arbeiten wir nicht mit 1000 Maschinenbaustudenten, sondern wir haben eine Anzahl von etwa 60, 70 Studierenden. Das heißt also, sie werden hier definitiv ihren Professor, ihre Professorin und auch die entsprechenden Ingenieurinnen und Ingenieure kennenlernen und auch mit denen direkt zusammenarbeiten können. Und das ist, denke ich mal, etwas, was ganz wichtig ist für ein Studium, ist das Thema Kommunikation, auch direkter Art. Und das ist etwas, was natürlich Mitarbeiter auszeichnet. Und dazu kommt noch, Sie müssen hier, wenn Sie von einem Gebäude zum anderen Gebäude sich bewegen wollen, keine Bahn nutzen. Das tun Ihre Beine. Innerhalb von 5 bis 10 Minuten haben Sie hier eigentlich alle Objekte, die Sie ja, besuchen müssen, erreicht. Und zumindest haben wir also kurze Wege, was auch noch für unseren Standort hier
durchaus mitspricht. Und dann, wie gesagt, gibt es eine ganze Reihe spannender Projekte. Unsere Hochschule oder unser Bereich Ingenieurwissenschaften ist sehr stark in der Forschung etabliert. Das heißt also auch viele Forschungsprojekte, wo wir studentische Hilfskräfte brauchen, dort können Sie schon mal beweisen, inwieweit Sie auch in der Lage sind, das, was Sie lernen, anwenden zu können, und schauen auch ein bisschen tiefer in die einzelnen Bereiche hinein. Also das sind sehr, denke ich mal, sehr interessante Dinge, die Sie natürlich hier bei uns mit mal viel besser ausleben können, bin ich der Meinung, als an so einer großen Universität wie in Dresden oder auch in Leipzig oder Chemnitz. Vielen Dank. Ich hoffe, das hilft bei der Entscheidung, natürlich zu unseren Gunsten. Und wir machen gleich weiter mit einer Frage im Maschinenbau, die sich um das Praktikum dreht. Gibt es irgendwie besondere Unterstützungsangebote, einen Praktikumsplatz zu bekommen? Gibt es diverse Kooperationspartnerunternehmen hier in der Region? Ja, also ich glaube, da sollte niemand irgendwo Angst haben, dass er dort nichts was Passendes findet. Zum einen haben wir jetzt viele Jahre natürlich schon sehr enge Kooperationspartner. Ich hatte eben gesagt, wir sind in der Forschung sehr stark vertreten, also gibt es dort schon längere Partnerschaften. Und wie gesagt, wir bieten das den Studenten ja an. Und die Studenten sind selber auch durchaus in der Lage, sich was zu suchen. Und wenn das irgendwo nicht funktioniert, dann haben wir doch eine ganze Reihe von Kontakten, die wir vermitteln können. Also wenn man jetzt hier weiß, ich möchte gerne in der und der Richtung ein Praktikum aufnehmen, dann geht man zu den entsprechenden Professor und lässt sich dort von dem mit beraten. Und der wird mit Sicherheit einen auch in ein entsprechendes Unternehmen mit vermitteln können. Also wir haben bisher überhaupt keine Probleme gehabt, dort Studenten in irgendeiner Firma zu vermitteln und denen ein Praktikum zu versorgen. Selbstinitiative ist natürlich auch wichtig, das heißt, dass man selber ein bisschen mit aktiv wird dabei, aber wenn das nicht ganz so funktioniert, dann gerne an die entsprechenden Dozentinnen und Dozenten wenden. Vielen lieben Dank. Herr Professor Mattes, Dankeschön. Und wir gehen weiter in unseren dritten Studiengang des Blocks, die Lasertechnik, physikalische Technik. Und da habe ich eine ganz spannende Frage an Herrn Pfeiffer, nämlich von Benny aus dem Live-Chat, ob es die Möglichkeit gibt, sich schon vorher mit der Lasertechnik zu beschäftigen. Also diverse Experimente, vielleicht mal ein Tutorial zu schauen, weil die Physik in der Schule wahrscheinlich nicht ganz so viel Lasertechnik bereithält. Was können Sie ihm raten? Ja, das, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, gerne mal vorbeikommen und reinschnuppern. Das können wir momentan leider schlecht machen. Ich hoffe, dass das in ein paar Monaten wieder gehen wird. Sonst würde ich sagen, einfach mal im Netz suchen. Es gibt jede Menge Videos. Wir haben vom Laserinstitut einen eigenen YouTube-Kanal. Da gibt es jede Menge tolle Anwendungsvideos aus unserer aktuellen Forschung, wo man sich mal ein bisschen damit beschäftigen kann. Ja, das Thema ist, es kommt in der Schule ein bisschen zu kurz. Das ist bekannt. Wir versuchen das immer ein kleines bisschen abzufangen, indem wir in die Schulen gehen und dort mal ein bisschen was zeigen in die Richtung. Das ist aber jetzt momentan auch gerade etwas schwierig geworden. Ja, kann ich an der Stelle nur empfehlen, einfach mal googeln, bei YouTube suchen und sich dort informieren und sich sonst gegebenenfalls einfach mal an uns zu wenden, mich einfach mal anzuschreiben, dass man mal telefoniert, mal drüber spricht oder in einem kurzen Zoom-Chat da einen, ein paar Sachen zeigt. Ja, prima. Das ist doch ein guter Vorschlag zur Güte. Also lieber Benny, einfach mal Herrn Pfeiffer eine Mail schreiben, der freut sich. Und sobald es wieder möglich ist, einfach mal auf dem Campus vorbeischauen. Wir freuen uns. Und eine abschließende Frage habe ich noch, auch wieder an Herrn Pfeiffer gerichtet. Wir waren gerade schon in der Schule. Ich habe noch eine recht junge Interessentin, die ist in der 10. Klasse und hört den Begriff Biophotonik und sagt, cool, Bio und Physik sind eh meine Lieblingsfächer. Und das wird ja aber in der Schule nicht kombiniert. Wie funktioniert das im Studium dann? Das funktioniert über die Vertiefungsrichtung, wo dort im Prinzip diese speziellen Fächer, die diese Verbindung schaffen, unterrichtet werden. Und das Ganze natürlich praktisch unterstützt, indem man das dann auch im Labor sich mal anschaut, wie das funktioniert. Prima, das wäre nämlich jetzt meine Rückfrage gewesen. Arbeite ich denn dann auch im Labor? Haben Sie schon beantwortet. Vielen Dank, Herr Pfeiffer. Ich schaue mal auf die Uhr. Max, vielleicht noch eine Frage an dich. Ich überrasche dich mal, was ganz Allgemeines. Und zwar kann man an der Hochschule auch einen Doktor machen. Wir haben ja jetzt ganz viel über Forschung gehört und über Bachelor- und Masterstudiengänge, aber vom Doktor haben wir heute noch nichts gehört. Kannst du uns da weiterhelfen?
Ja, prinzipiell ist das möglich, wer sich damit jetzt schon befassen möchte. Ich meine, viele von euch sind jetzt noch in der Schule, das ist noch ein weit entferntes Thema, aber so ein Doktortitel ist natürlich, hat natürlich trotzdem seinen Reiz. Das ist auch an der Hochschule Mittweida möglich. Wir machen das dann zusammen mit Universitäten. Wenn euch das interessiert, dafür braucht ihr dann natürlich erstmal einen Master, also mit dem Bachelor allein reicht das nicht, aber wenn ihr dann das Bachelor-Master, den Bachelor-Master bei uns durchlaufen habt und ihr Interesse daran habt, dann wendet euch einfach an euren Professor oder eure Professorin, bekundet dort euer Interesse und dann ist das auf jeden Fall möglich, auch bei uns an der Hochschule zu promovieren. Aber das ist natürlich noch weit entfernt. Ihr wisst aber jetzt schon mal, dass es prinzipiell geht. Moni, ich würde das Wort dir gar nicht mehr zurückgeben, sondern dir danken für dein Fragenstellen. Und danke auch Ihnen dreien, Herr Pfeiffer, Professor Mattes und Professor Tomanek, für Ihre Zeit und für Ihre ausführlichen Antworten. Ich habe ergänzend dazu noch ein paar Tipps für euch zu Hause. Zum einen den YouTube-Channel, den Herr Pfeiffer angesprochen habt. Den findet ihr am einfachsten und schnellsten, wenn ihr auf dem, ihr seid ja eh schon auf dem Kanal der Hochschule Mittweida, geht einfach auf unserem Kanal und hinten auf die verlinkten Kanäle, da ist das alles aufgeführt. Auch auf unserem Kanal selber sind einige Videos zur Lasertechnik und auch zu den anderen beiden Studiengängen. Also da werdet ihr in jedem Fall fündig. Zweiter Tipp hat auch Herr Pfeiffer mit anklingen lassen. Wir freuen uns auch immer über Besuch an der Hochschule und wir kommen auch zu euch, wenn es wieder möglich ist. Also wir haben neben den Tagen der offenen Tür, sowas wie heute oder auch die Nacht der Wissenschaften, die es bei uns im Frühjahr gibt, gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr gemeinsam mit eurer Klasse beispielsweise oder auch mal alleine zu uns an die Hochschule kommt und wir hier einen gemeinsamen Tag miteinander verbringen, mal in verschiedene Bereiche der Hochschule reingucken, nicht nur in den Ingenieurbereich. Das gilt für alle Bereiche. Man kann hier auch Experimentiertage mit seiner Klasse einlegen. Bei uns im Schülerlabor gibt es auch ganz verschiedene Themen. Haben wir alles bei uns auf der Website zusammengestellt. Also wenn euch das vielleicht interessiert, gerade wir hatten ja Fragen hinsichtlich der Biophotoning und der Lasertechnik, was in der Schule zum Beispiel nicht vorkommt. Wenn ihr das mal sehen wollt, gibt es da auch Möglichkeiten. Wenn ihr es nicht schafft, hierher zu kommen, finden wir auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, dass wir zu euch an die Schule kommen. Zumindest in unserer weiteren Umgebung, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall jederzeit möglich. Ja, das war unser Blog mit den Technikstudiengängen. Wie immer, ihr kennt es schon, schauen wir uns jetzt noch drei kurze Filmchen dazu an und sehen uns dann um 13 Uhr wieder mit unserem Blog unserer Fakultät Angewandte Computer- und Biowissenschaften, mit unseren Informatik und mit unseren Informatikstudiengängen und der Biotechnologie. In den Filmchen seht ihr jetzt, wie gesagt, drei kurze Videos. Das erste ist ein Porträt von Professor Kuhl, der Studiendekan vom Studiengang Elektrotechnik Automation. Er stellt uns dort ein Forschungsprojekt vor, an dem er gerade gemeinsam mit Studierenden der Elektrotechnik arbeitet. Der zweite Film ist eine Art Absolventenporträt. Das heißt, wir begleiten dort unseren Absolventen Claudius Petzold, der ist jetzt Mitarbeiter bei uns an der Hochschule, und schauen ihm mal über die Schulter auf seinem Weg von seinem Interesse fürs Studium bis hin zu dem, was er heute macht und wie die verschiedenen Disziplinen im Ingenieurbereich dort verknüpft werden. Und zu guter Letzt sehen wir noch ein Video aus der Lasertechnik, wo wir ein paar Einblicke ins Studium geben. Wundert euch nicht, das Video ist ein klein bisschen älter, aber das, was ihr dort seht, ist immer noch aktuell und dann habt ihr mal so ein paar Eindrücke und Anwendungsgebiete optisch vor euch aus dem Bereich Lasertechnik, physikalische Technik. Wen das noch weiter interessiert, der wechselt jetzt einfach in die Zoom-Räume. Link hier unten in der Videobeschreibung oder gleich nochmal im Live-Chat. Und ansonsten sehen wir uns hier gleich um 13 Uhr wieder mit unserem Informatik-Blog. Bis dahin! Mein Name ist Michael Kuhl. Ich habe ja an der Hochschule Mittweida die Professur für Systemelektronik inne. Das bedeutet für die Lehre zurzeit hauptsächlich Physik elektronischer Bauelemente und die analoge Schaltungstechnik. In der Forschung geht es dann weiterhin bis zu Mikrocontroller-Applikationen und Ähnlichem. SEX5 bedeutet erstmal in der Grundlage, dass die fünf Fachhochschulen in Sachsen miteinander verknüpft werden, dass deren Kernkompetenzen, deren Kern-Know-how synergetisch miteinander verbunden wird. Für mich in meinem Projekt Co-Creation Lab vernetzte Mobilität bedeutet das, dass verschiedene Spieler im Bereich der Mobilität und E-Mobilität ihr Wissen dort mit reinbringen. Mein Projekt selber fokussiert dabei auf den Menschen, also wie wird sich ein Mensch innerhalb einer Mobilität der Zukunft bewegen, das relativ wenig beforscht wird. Die
Dresdner Kollegen zum Beispiel sind mehr in dem Feld der autonomen Fahrzeuge, also von der Sicht des Fahrzeuges, oder andere Kollegen wiederum, wie soll die Ladeinfrastruktur stattfinden, welche Probleme gibt es dort zu lösen. Wenn wir dann in die Testphase gehen, werden Testszenarios erstellt, also spezielle Szenarios, die man sich auch in der Praxis vorstellen kann. Und dann werden die Sensoren und Aktoren in eine Art Schultergürtel eingenäht. Das sollte ja relativ autark arbeiten, das System. Der Mensch kann sich diesen Gürtel dann entsprechend umschneiden oder über Armbänder oder Klettsysteme sich an die Kleidung heften. Und dann wird halt geschaut im Testszenario, wie gut kann man jetzt gefährliche Situationen erkennen, wie gut kann man den Menschen warnen, und danach wird das System dann entsprechend optimiert. Die größte Herausforderung ist tatsächlich, unterschiedliche Szenarien vorher schon einzufangen, also abzuschätzen, welche Eventualitäten kommen. Wir kennen das vom autonomen Fahren, jeder spricht heute darüber, aber keiner weiß genau, wie die Zukunft aussehen wird. Wir wollen natürlich möglichst methodisch, systematisch vorgehen. Wir wollen vollständige Lösungen anbieten. Ein gutes Beispiel hierfür ist auch die Bandbreite der Anwendung unserer gegenwärtigen Forschung. Also wie gesagt, der Schutz von Menschen in gefährlichen Situationen im Rahmen der Mobilität. Ein Beispiel könnte sein eben Gabelstaplerfahrer versus Lagerarbeiter. Ein Beispiel aus der was jeder kennt, ist das Problem im Straßenverkehr, dass LKWs abbiegen und Fahrradfahrer übersehen oder Fahrradfahrer eben auch keinen Rückspiegel haben und überrascht sind von Verkehr, der von hinten kommt. Hier könnte man das gleiche Prinzip, die gleichen Lösungsansätze, die Ansätze verwenden, um an verschiedenen Stellen sinnvolle Synergien zu bilden. Also den Radfahrer zum Beispiel mit einem haptischen System auszustatten, was ihn warnt, wenn von hinten ein Fahrzeug kommt mit zu hoher Geschwindigkeit oder was zum Beispiel auf ihn direkt zusteuert, sodass er rechtzeitig reagieren kann und ausweichen kann. Es geht letztendlich darum, dass die Studenten in der Lage sind, im Team zu arbeiten, ihre eigenen Ideen einzubringen, diese umzusetzen und diese Tools und Werkzeuge schon parat haben, wie man an Lösungsprobleme herangeht, methodisches Wissen haben. Nicht die Lösung im Detail, das wird man dann später machen, aber Methodenwissen, das ist ein starkes Element der Lehre. Ich habe Maschinenbau studiert, weil ich in die Orthopädietechnik wollte, will. Nochmal, ich habe Maschinenbau studiert, weil ich in die Orthopädietechnik will, schon gelernter Physiotherapeut bin und Maschinenbau das fehlende Puzzleteil ist, was gefehlt hat. Also ich bin der Claudius, habe hier in Mittweida Maschinenbau studiert, Fakultät INW, und bin jetzt angestellt über ein Forschungsprojekt. Wir wollen einen 3D-Hochgeschwindigkeitsrotationsdrucker bauen oder konstruieren. Es geht darum, wir wollen orthopädische Hilfsmittel drucken, besonders jetzt das Augenmerk liegt jetzt auf Helmen, orthopädischen Helmen, für Kinder mit Schädeldeformation oder für Patienten mit Schädeldeckenbruch, um den Kopf einfach zu stabilisieren oder die Knochen zu repositionieren. Und das hat angefangen vom Erfassen der Oberfläche des Kopfes bis hin zum fertigen Helm, dass man das innerhalb von einem Arbeitstag alles schafft. Wir haben hier vorne einen Helm auf dem FDM-Drucker gedruckt, den wir hier schon da haben. Der ist von einem Gipsmodell abgenommen und 1:1 quasi. Der hat aber halt 50 Stunden gedruckt. Na, es gibt ja verschiedene 3D-Druckverfahren. Wir haben das Fused Deposition Modeling genommen, dieses Verfahren, wo das Filament auf einer festen Drahtspule sitzt. Und wir wollen das halt beschleunigen. Und die Geschwindigkeit im Druckprozess wollen wir erreichen, indem wir 4 Extruder separat im Einsatz haben. Also jeder Extruder kann separat verfahren und Material aufbringen. Also bringen wir 4-mal mehr Material auf als bisher. Und noch eine rotierende Plattform, dass die Extruder so wenig wie möglich Bewegung ausführen müssen.
und das halt möglichst schnell. Gerade bei Kleinstkindern ist es ja so, die wachsen sehr schnell, die brauchen dann alle 3 Wochen einen neuen Helm. Na, und wenn der Helm dann schon 2 Tage an Arbeit kostet, ist das halt praktischer, wenn man das halt früh hinbringt. Also früh mit dem Kind kommt, man den Scan abnimmt und nachmittags kann man den Helm abholen. Schrauben, basteln schon immer. Also ich habe auch einen großen Bruder, wir wohnen auf dem Dorf, sind auf dem Bauernhof groß geworden. Also das mit dem Schrauben, egal ob jetzt an Motorrädern, Autos oder sonst was, liegt, ist da. Mein Vater ist Handwerker. Aber ich habe viele Allergien. Und da hieß es immer, ja, nee, du hast die und die Allergie, da kannst du nicht in die Kfz-Richtung gehen, du kannst das nicht machen und dies nicht machen. Und ich war auch als Kind oder Jugendlicher auch oft im Krankenhaus. War halt schon immer, hatte aber nie Angst davor. Für mich war das halt, war halt so, dass ich da war. Und dadurch bin ich auch in die Richtung Medizin gerutscht. Ich bin gelernter Physiotherapeut, habe auch 2 Jahre als Physiotherapeut gearbeitet, habe einige Lehrgänge gemacht und dann irgendwann entschieden, dass das zwar ein wunderschöner Beruf ist, ich hätte ihn auch gern weitergemacht, aber damit kann man halt keine Familie ernähren, also so von den Verdienstmöglichkeiten. Und habe halt überlegt, was machst du? Hatte einen Realschulabschluss, habe überlegt, mache ich noch eine Ausbildung. Noch eine Ausbildung war mir zu lasch, also es sollte weitergehen als noch einen Berufsabschluss. Und ich dachte dann so, ne Mensch, der Beruf ist schön, ich will Leuten helfen, das macht mir auch Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten, aber irgendwo muss auch was rumkommen. Und ne Mensch, basteln tue ich auch gerne, schrauben, dann halt Maschinenbau. Und mir war auch von vornherein klar, dass das nicht leicht wird, dass das halt sehr mathelastig ist und ich mich da hinsetzen muss. Und ich muss auch von mir gestehen, ich bin nicht so der fleißigste Lerner. Sagen wir es mal so, arbeiten ja, lernen ist eher nicht so. Was den ganzen Maschinenbau angeht, den konventionellen Maschinenbau, Drehmaschinen, Fräsmaschinen, ob es nur oder Messtechnik ist, es ist ja alles vorhanden hier an der Hochschule. Man ist an jedem Gerät mal dran als Student. Wir haben jetzt 5 3D-Drucker, 4 verschiedene Verfahren hier in der Fakultät INW. Das Lace-Institut hat noch ein 5. Verfahren dastehen, wo man dann im Studiengang Maschinenbau, im Aufbaustudium, glaube ich, in der Vertiefungsrichtung Laser dran arbeiten könnte. Und der Praxisbezug ist definitiv da. Also wir haben selbst eine Trainingsfabrik von der Lagerhaltung her, können wir das alles durchspielen, also nicht bloß am Computer, sondern es ist wie eine kleine Fabrik aufgebaut, wo das gut reinkommt, auf den Förderbändern gefördert wird, ins Hochregallager kommt und wieder aussortiert wird, wie das alles abläuft. Wir schreiben eigene CNC-Programme, stehen an den Dreh- und Fräsmaschinen, Schleifmaschinen. Man durchläuft den kompletten Maschinenbau als Student und schnuppert überall mal rein. Also von der Konstruktion, vom technischen Zeichnen von Hand hin zum CAD. Es ist komplett auf die Praxis ausgelegt. Auch im Studium war das so, also gerade es gibt ein Fach finite Elemente, wo man halt so ein bisschen die Bauteilvorhersage, also das Versagen vom Bauteil berechnen soll. Da müssen wir Belege anfertigen und da hat man auch oft, also den Vorschlag, also kann man eigene Vorschläge bringen. Ein Kommilitone von mir, der hat den Angelhaken konstruiert und hat den auf die Festigkeit ausgelegt und sowas. Das ist halt auch gerade schön gewesen im Studium, dass man sagt, wenn man selber was hat oder interessiert ist in diversen Sachen, kann man da auch selber Versuche fahren, was man sonst privat nicht machen würde, wenn man sich die Programme nicht leisten kann, beziehungsweise die Technik einfach nicht da hat. Schon nach dem ersten Semester war eigentlich klar, dass ich hierbleiben will. Also es ist halt eine kleine Hochschule, ruhig, aber sehr personenbezogen. Die Professoren kennen die Namen. Man kriegt überall Hilfe, wenn man mal hängen bleibt. Man kann zu den Professoren hingehen. Die ja, helfen ihnen manchmal auf die Sprünge, treten einem auch mal in den Arsch, wenn es sein muss. Ist ja sicher, also ist nötig bei Studenten. Ich mache mir generell keine Platte. Was heißt keine Platte? Aber ich denke mir halt immer, es geht immer weiter und das wird schon. Also das ist, es bringt dann ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Im Studium gab es viel, wo ich fast verzweifelt wäre. Ich habe auch überlegt, aufzuhören. Aber ich denke mir dann halt so, wenn du einmal was anfängst, dann musst du es auch durchziehen. Und es gab halt keine andere Option. Für mich war der Plan da. Ich studiere jetzt Maschinenbau, mache meinen Ingenieursabschluss. Wir können ja wählen zwischen Master und Diplom. Für mich persönlich reicht das Diplom. Und da hieß es halt immer, Zähne zusammenbeißen und durchziehen. Gerade Chemie, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ist so das der Knackpunkt gewesen, habe ich 3 Versuche gebraucht, aber beim dritten hat es geklappt. Na, also gab es extrem viele Widerstände, aber da muss man halt durch. Na, und Kopf in den Sand stecken bringt keine Punkte. Na,
und die ganze Sache nicht so verbissen sind. Und hier ist es halt so, jetzt auch gerade mit dem Thema, was mich interessiert, ich kann an Sachen, ja, tüfteln, ne, die mir Spaß machen und mit dem 3D-Druck halt auch wirklich Sachen um mir überlegen und sofort ausdrucken und gucken, ob es wirklich funktioniert, so an Prototypen. Prinzipiell, wenn das Verfahren wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und wir die vier Druckköpfe synchronisiert bekommen, ist das eine feine Sache. Menschenleben retten, ich mache es ja, also prinzipiell will ich an Orthopädie-Technik, weil ich Menschen helfen will. Also das steht für mich gar nicht zur Debatte, wie viele, ob das nur einer ist, ist mir egal. Es können 100.000 sein oder einer, es lohnt sich, Leuten zu helfen mit sowas.